Dienstagshandel, hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von RealMoneyTrader.com und heute eine aktuelle Trading-Chance. Wir sind bei einem klassischen System-Trade und zwar auf den DAX. Und dieser Trade sollte, wenn man systematisch handelt, jede Woche wieder und wieder gemacht werden. Und das über Jahre hinweg, um einen statistischen Vorteil auszuspielen. Wenig Sinn macht es oder gar keinen Sinn macht es, dass man sowas einmal ausprobiert. Es klappt, dann macht man es nochmal, oder es klappt nicht, dann lässt man es bleiben, dann kann man es auch direkt lassen. Denn es geht darum, statistische Vorteile auszuspielen und das funktioniert nur über das Gesetz der großen Zahlen, sprich über viele Wiederholungen. Bevor wir auf die Trading-Chance zu sprechen kommen, wie immer der Blick auf die rechtlichen Hinweise, die gelten natürlich heute auch wieder. Wir sehen hier die Wochenstatistik bzw. die Wochentagsstatistik für den FDAX und können sehen, Montag, Dienstag, Mittwoch, besonders aber Dienstag und Mittwoch, das sind die Tage, aus denen im Prinzip die gesamte Performance kommt. Der Donnerstag verliert und der Freitag verliert in Summe. Natürlich wird es auch mal starke Donnerstage und auch starke Freitage geben, möglicherweise sogar mal in Serie. Aber am langen Ende, wenn ich also sage, okay, über 5 Jahre bin ich immer speziell dienstags und mittwochs im Markt, über die gesamten Handelstage, Dienstag komplett und kompletten Mittwoch. Und Donnerstag und Freitag halte ich mich raus. Da bin ich nicht im Markt investiert. Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon extrem hoch, dass man damit den Markt deutlich outperformt und dass man ordentlich Geld verdient hat. Man sieht aber auch hier in der Statistik, dass es ein flacher Vorteil ist. Die Winning Percentages, die sind jetzt dienstags und mittwochs ein bisschen höher als donnerstags und freitags. Das heißt, von der Trefferquote her darf man da jetzt keine Wunderdinge erwarten. Das ist also eher etwas oder ein Effekt, der über die Auszahlungsquote kommt. Man kann es auch am Profit Factor sehen, dass das eher so eine Art Goldschürf-Methode ist. Das heißt also, ich muss schon immer wieder auch ordentlich traden, beziehungsweise muss es immer wieder wiederholen. Hab ein Bündel an Gewinnen, dem steht ein anderes Bündel, was kleiner ist an Verlusten gegenüber und in Summe macht man dann daraus einen Profit, aber eben nur über das Gesetz der großen Zahlen, nur darüber, dass ich das dauerhaft anwende. Umgesetzt werden kann das zum Beispiel mit einem Turbo Open End Long von der ING. Die WKN lautet NG8K9X, NG8K9X. Einstieg Market, Stop Loss 1 Euro und Exit wäre Handelsende am morgigen Mittwoch. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handel und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.